Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. In der letzten Folge haben wir hier einiges rumgearbeitet. Der hat echt nicht viel Öl auf Lager. Und haben, ja, einiges revolutioniert. Wir haben Öl in Gang gelaufen die letzten paar Folgen. Wir haben hier ein Stück Autobahn gebaut, was wir auf jeden Fall erweitern werden nach München, nach Reffen und natürlich nach Siegburg, wo der Start dann hier sein wird, wo sich hier so schön hinfährt. Aber wir haben auch unseren Flughafen hier, der unser nächstes großes Projekt sozusagen wird. Denn ich hätte gerne hier einen Anschluss an den Flughafen. Den Anschluss hier sozusagen entfernt, weil ist ja, sagen wir mal, nicht nötig. Dann soll eine Tram vom Hauptbahnhof, haben wir hier natürlich keine schönen Anschlüsse, wie es ausschaut, ja. Aber wir werden hier einen Linienbus auf jeden Fall fahren lassen, der vom Bahnhof, also macht hier so einen Kreis sozusagen und fährt dann zum Flughafen. Bottrop soll in Zukunft auch ein neues Transportsystem bekommen. Wir werden hier den kompletten Bereich mal umdesignen. Das wird uns einiges kosten, aber wir haben aktuell genug Geld auch dafür. Bedeutet, wir werden die halbe Stadt umdesignen. Wird so ein Testprojekt sozusagen von mir werden. Aber das werden wir als erstes machen, wenn wir hier die Straßen abgerissen haben. Denn hier wird man dann zum ersten Mal sehen, wie die Stadt in Zukunft aussehen soll. Und zwar wird das hier die Hauptstraße werden. Hey! Wenn ich sage, ich baue hier, dann baue ich hier. Dann baue ich halt trotzdem und danach baue ich es um. So. Es soll relativ gerade zur normalen Straße sein. Kannst du mal. So. Das soll später hier gerade durchführen und somit den unteren Teil hier neu definieren. Deswegen müssen wir so gefühlt alle Häuser dann abreißen, damit dieses Straßensystem sich hier unten durchsetzen wird. Das wird die Bewohner, denke ich, nicht so freuen, aber sie werden danach natürlich den Vorteil spüren. Was hier jetzt auch ist, ist, dass wir den Flughafen einmal abreißen müssen, oder beziehungsweise den Teil zum Flughafen. Denn wir bauen das ganze System hier natürlich auch ein bisschen um. Design ist neu, damit da, wenn dann schon alles gemacht wird, es auch ordentlich ausschaut. So, was wir als erstes machen, ist hier eine Brücke hinsetzen. So. Neue Flugzeuge schon wieder. Halleluja, wie sollen wir denn da hinterherkommen? Okay, dann halt. So schade, dass es nicht so ausschaut, wie ich es gerne hätte, aber egal. Und das soll jetzt eigentlich hier so rein an die Stadt anschließen. Perfekt. Und dann teilt sich hier die Straße auf. Deswegen jetzt hier dieses Design. Einmal führt sie hier so lang. Geht in die Stadt rein und einmal soll sie dann da lang gehen. So, dann, ah, das könnte ich vielleicht mal machen, dass ich da sozusagen ein kleines Verkehrsdreieck designe. So. Perfekt. So kann dann direkt in die Stadt gefahren werden. Und in Zukunft soll es damit auch nach unten erst sein und hier überall hingehen. Da fahren wir natürlich dann hier raus. Aber sozusagen so soll dann eine Verbindung dann hinkommen. Die Autobahn führt hier auch hin. Bedeutet, wahrscheinlich werden die Busse in Zukunft dann hier durch die Stadt fahren. Hier wird natürlich dann noch eine Umfahrung hingestellt. Der Verkehr hier raus ist nicht auch eine Katastrophe. Bedeutet, wir müssen die Auffahrt irgendwie separieren. Oder beziehungsweise einzeln dann nochmal hier drum führen irgendwie. Auf jeden Fall ist das gerade eine Katastrophe. Das werden wir jetzt mal ansetzen. Das ist anders gemacht gehört.
Bedeutet, wir brauchen. Ah, ich bin schon wieder im falschen Abteil. Autobahnauffahrt. Mittlere Autobahn. Nee, ich will eine normale Autobahn. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie man das macht. So. Jetzt müssen die ganzen umdrehen, weil natürlich die Autobahn jetzt anders ist. Also wird auf jeden Fall es angenehmer machen, das Leben für die. So, perfekt. Und was wir jetzt hier auch machen werden, wir werden das schöne System von City Skylines anwenden. Das wirklich einheitliche Autobahn Auf- und Abfahrten gibt und sie somit ein bisschen perfekter designt ist. Das können wir hier unten auch nochmal machen, schnell. Dazwischen wird sozusagen die Autobahn immer um eins dünner. Das wird dazu, dass du eine dezidierte Abfahrtsstraße hast. Und ja. Oh, 200! Oh, wir kommen ins Geschwindigkeitsrausch-Zeitalter, schön. Ja, was jetzt im Grunde der Plan ist, wir tun jetzt hier. Wen haben wir denn die Linien genannt? Flughafen? Wie heißen denn die Fluglinien? Okay, das ist Linie 1 und das blaue. Flug Siegfürst. Ah, oh, nee, das war falsch. Das ist. Und nennen wir jetzt Flug. Natürlich mit einem kleinen L. Flug. Sieg. Stich. Bot. Und auf Flugsieg Bot fliegt das Hightech-Flugzeug unserer Zeit. Die neueste Errungenschaft unseres Zeitalters. Kapazität ist gleich, Ladegeschwindigkeit ist geringer. Na, dann nehmen wir die Boeing hier. Flugsieg Bot. Wo ist die Maschine? Schaut euch das Teil an. Oh, geil. Davor noch Propeller. Jetzt sind wir im Jet-Zeitalter. Oh, das ist schön zu sehen. Es wird noch keine Person gleich geben, die unbedingt hier fliegen wollen, aber es wird sich hoffentlich bald ändern. Immerhin sind das jetzt die Hightech-Flieger, die wir besitzen. Da unsere alten, bisschen verrotteten Flugzeuge, ich glaube, die sind auch nicht mehr im besten Zustand. Ja, die müssen ausgetauscht werden. Jetzt wird bald die ganze Flotte gegen Jets ausgetauscht. Und abheben. Wow, der Sound. Und drauf. Der Flughafen beweist schon mal, dass er es kann. Und jetzt wird hier noch eine kleine Station hier in die Stadt gesetzt. Dafür brauchen wir Gebäude. Es wird jetzt nichts Besonderes, weil im Grunde ist ja eh wurscht. Und hier soll Flughafen Bottrop dann entstehen. Das ist Flughafen Bottrop. Flughafen Bottrop.
Und da landet der Jet, zu beweisen, dass wir es können. So, in Bottrop gibt es ein Straßendepot. Da fährt ein Bus jetzt hier raus, der auf den Flughafen Bottrop fährt. Flughafen, wo ist denn Flughafen Bottrop? Holy shit, schaut euch mal die Menge an, die hier jetzt ist. Das ist ja Wahnsinn. Was wollt ihr von mir? Das ist ja der Wahnsinn, what the fuck? So, jetzt müsste dann hier der Bus, genau, der Bus fährt jetzt auch hier lang. Über die Straße. Und sollte dann in Zukunft von hier aus die ersten Menschen noch mitnehmen, ja? Die ersten wollen hier schon hin. Schauen wir, wie sich das entwickelt nach einer Zeit, wenn die ersten fahren. Schaut euch diese Straßen an. Es geht hier gar nicht. Veraltete Scheiße und so. So, jetzt wollen die ersten natürlich hier hin. Das ist natürlich genial. Wir haben hier 20 Öl mittlerweile liegen. Die sollten den aber auch immer wieder mitnehmen, ne? Das sollte also klappen. So. Ja, die nehmen es mit. Schön. Vorteil ist, es kommt auch immer so in reichlichen Mengen, dass wir die Flugzeuge immer schön beladen können. Das Flugzeug sollte voll sein. Genau, perfekt. Und der Bahnhof hat immer ein bisschen Öl Vorrat. Hier 33, das ist doch super. Er kann genug abladen, er nimmt genug mit. Dadurch ist dann hier immer genug Öl auf Lager. Was willst du mehr? So haben wir uns das doch gedacht. So und nicht anders. So und nicht anders. So, ich muss mal kurz gucken. Irgendwas war Discord gerade. Dass ich nicht irgendwas verpasse. Dass nicht auf einmal irgendwie Weltuntergang ist und man kriegt den nicht mit, ne? Wäre ja schade. So, ne. Die ersten Personen haben sie angeliefert. Jawohl, da sind sie. Die ersten 6 Freiwilligen. Der Jet ist eh gerade beim Landen. Sie müssen es nur rechtzeitig schaffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist leer geflogen. Hä, warum waren die noch nicht da? Wollten die nicht mitfliegen? Wollten die jetzt nicht mitfliegen, oder was? Hä? Ich check's nicht. Und wieder neue... Oh, TGV. TGV. Oh, heiliger TGV. Der Bus ist schon wieder zurück unterwegs, okay? Er hat 6 Leute wieder mit. Ah, jetzt haben sie es geschafft. Sie müssen wahrscheinlich noch so einen Security-Check und alles durch. Aussteigen einmal bitte. Schaut irgendwie nach 4 Leuten aus, aber okay. Wenn die ersten dann fliegen anfangen, ist ja eh super. Warten auf der Seite schon die ersten auf Abholung nach Bottrop? Ja, die ersten 14 warten schon. Wunderschön, wunderschön. Und gar nicht mal so wenige. Also unsere Flugverbindungen funktionieren auch einwandfrei. So wie wir das wollten. München wächst auch stetig. Wir machen eigentlich echt immer noch gutes Plus und wir verdienen auch immer mehr. Deswegen, in der nächsten Folge würde ich sagen, tauschen wir mal die anderen Flugzeuge aus. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.
Ciao.